Gefühl tief, tief und fest. Es ging aber die Sage im Land von dem schönen schlafenden Dornröschen in dem Schloss, denn so ward die Königstochter genannt, sodass von Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die Hecke ins Schloss bringen wollten. Es war ihnen aber nicht möglich, denn die Dornen, als hätten sie Hände, hielten fest zusammen und Jünglinge blieben daran hängen, konnten sich nicht wieder losmachen und starben eines jämmerlichen Todes. Nach 100 Jahren versuchte es wieder ein junger Bursche, ein Königssohn. Und die Dornen taten sich auf wie von Zauberhand. Er ging hinauf in den Turm, in dem Dornröschen schlief. Mit einem Kuss weckte er Dornröschen auf und alle im Schloss wachten mit ihr auf. Und da wurde die Hochzeit des Königssohns mit dem Dornröschen in aller Pracht gefeiert. Und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende, in Randau-Kallenberge.